Ungefiltert heißt Thomas Gottschalks neues Buch, ungefiltert sind auch die Fragen, denen sich der Showmaster vorab stellen muss. In Ungefiltert, Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann, ab 16. Oktober im Handel, wird Thomas Gottschalk U.A. dem nachgehen, warum er sich heutzutage manchmal wie aus der Zeit gefallen vorkommt. Schon vor dem Erscheinen des Buches stellte sich der Ex-Wetten, dass Moderator unbequemen Fragen, mit deren Antworten er sicher wieder polarisieren wird. Thomas Gottschalk: Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst. Im Interview mit Spiegel.de kommt die Sprache auf alte Clips von Wetten, dass, in denen er seinen weiblichen Gästen ans Knie fasst. Gottschalk erinnert sich das selbst nur an zwei Fälle, Steffi Graf und die Spice Girls. Sexuelles Interesse steckt das nicht hinter, so der 74-Jährige. Girls Band war in den 90ern des vergangenen Jahrhunderts sein Gast und haben auch an mir rumgezerrt. Außerdem haben die doch gesungen, If You Wanna Be My Lover. Auf den Einwand, dass der Songtext keine Einladung zum Anfassen gewesen sei, rechtfertigt sich Gottschalk. Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst. Wie ein Schauspieler, der im Film küsst, weil es im Drehbuch steht. Auch wenn er sich das nicht vorwerfen lassen will, würde er sich heute nicht mehr so verhalten. Inzwischen ist bei ihm angekommen, dass gewisse Dinge mittlerweile politisch inkorrekt sind, die es damals nicht waren. Die Lehre, die der frisch Vermählte gezogen hat, er betritt heute keinen Aufzug mehr, wenn eine Frau allein darin ist, was mache ich, wenn sie im zweiten Stock rausrennt und ruft, #MeToo, der hat mich angefasst. Das klingt wie ein Kleinreden von Übergriffen gegen Frauen. Gottschalk dazu, ich kann nur für mich sprechen und behaupte, ich habe mich im Griff. Für das, was andere Männer tun, würde er sich nicht entschuldigen. Es wird immer Männer geben, die sich nicht im Griff haben, schreibt er in seinem Buch. Nichts, was Frauen hinnehmen müssen. Es ist an den Männern, sich zurückzuhalten, wenn ihre Attacken auf eine Frau unerwünscht sind. Jeder Mann merkt das.